willkommen zu einer weiteren Folge von Rage 2. Und ja, wir waren hier stehen geblieben. Ich weiß zwar immer noch nicht, welche Reaktoren wir zerstören sollen, weil wir waren ja in dem Ding drin und wir waren dann außerhalb des Dings hier, des Bunkers. Und ja, so ganz einleuchtend ist mir das noch nicht, aber wir machen jetzt hier auch nicht weiter. Wir machen uns jetzt auf die Hauptmission, auf den Weg dahin. Und mal gucken, was uns dort erwartet. So. Die Hauptmission, die ist weg. Nee, doch nicht. Da oben ist sie. So. Wir werden mal ein bisschen schummeln. Aber sagt das bitte kein weiter. Wir werden, wenn möglich, eine schnelle Reise machen. Nicht möglich. Nicht möglich, anscheinend. Nö, natürlich nicht möglich. Ja, genau. Also werden wir den ganzen Weg wohl fahren müssen. Yeah! Gut, dann fahren wir. So. Damit wir gar nicht so lange schnacken. So. Okay. Ja, wie gesagt. Die nächste Story-Mission wahrscheinlich die letzte, so wie sich das anhört. Ich hoffe, es halt noch nicht, aber wir werden es dann halt gleich sehen. Aber so ganz abschließend fühle ich mich jetzt wieder nicht, weil, wie in den letzten Folgen, und Entschuldigung, falls ich keine Nerven erwähnt, könnt ihr gerne abstimmen, ob jetzt für die letzten Sammelkisten, die ich jetzt noch nicht gefunden habe, für die letzten Orte, die ich noch nicht besucht habe in dem Spiel, ein Stream kommt. Ein Rage 2 Stream. Ob wir das gemeinsam in dem Stream dann zusammen machen. Ihr schaut zu, ich spiele. Wir können gerne miteinander chatten. Ein bisschen labern, ein bisschen dies, jenes. Und das wäre halt mein Angebot. Und nebenbei zeige ich euch, wo die restlichen Sammelobjekte sind, die ich selber noch nicht gefunden habe. Wir können noch einige Missionen machen. Ich denke mal, wir werden bestimmt noch einige Städte haben mit Kopfgeldmissionen, die wir machen können, weil ich denke mal, da werden wir auch noch nicht alle Missionen gemacht haben. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir noch alle anderen Missionen, die hier noch zufälligerweise an Orte aufkloppen, die wir noch nicht entdeckt haben. Das machen wir dann alles in dem Stream halt einfach fertig, würde ich sagen. Und ja, darüber könnt ihr halt, wenn ihr Bock drauf habt, abstimmen, ob das Stream kommen soll oder nicht. Das Glück ist dir hold. Ja, und dann bin ich mal gespannt auf die Abstimmung, wie die ausgeht. Ich hätte schon Bock drauf. Wenn ihr jetzt sagt, nee, wollen wir es nicht, dann mache ich das halt nicht alleine. Wenn ihr sagt, ja, hätte ich schon Bock drauf, dann mache ich das gerne auf Stream für euch. Also wie gesagt, ich selber hätte Lust drauf. Könnt ihr gerne mal abstimmen. Abstimmung verlinke ich euch in diesem Video mit oben. Irgendwo entweder rechts oder links auf der Seite, weiß ich noch nicht. Werde ich am Ende des ja, Hochladens sehen. Ansonsten, wie gesagt, einfach abstimmen. Und dann, ja, werde ich meine Entscheidung, denke ich mal, auf Instagram oder so mitteilen. Oder auch hier auf YouTube, weiß ich noch nicht, aber auf Instagram auf jeden Fall. Also, wenn ihr mir da noch nicht folgt, ihr könnt natürlich auch auf der Facebook-Seite gucken, da habe ich auch ein Profil, da werde ich es dann auch mitteilen. Also wenn Facebook oder Instagram, da könnt ihr mir gerne folgen. Die Links sind halt auch in der Videobeschreibung mit verlinkt dann. Und ja, wie gesagt, um die Abstimmung auszuwerten. Ja, dann gibt es noch zusätzlich eine kleine Randinfo. Denn ich habe derzeit viele Projekte am Laufen. Ein Projekt, was eigentlich meiner Meinung nach dieses Jahr released werden sollte, wird sich wahrscheinlich doch eher auf nächstes Jahr verschieben.
da könnt ihr auch schon mal drauf gespannt sein. Das ist ein etwas größeres Projekt. Da werden wahrscheinlich auch noch weitere Projekte folgen. Wenn ihr die Videos von Rage 2 sehen könnt, ist vermutlich August vorbei, September auch. Da ist ja bei mir dann die Borderlands-Zeit. Das heißt, dann werden wir Borderlands-Marathon veranstaltet haben, bis dahin schon. Das war mein Ziel. Also wenn ihr das Video vielleicht hier seht, oder die Let's Play-Folgen von Rage 2, dann ist der Borderlands-Marathon wahrscheinlich schon vorbei. Ja, es ist wahr. Wir haben dann wahrscheinlich schon Borderlands 1 und 2 gespielt und gesehen auf dem Kanal. Da werde ich euch sicherlich auch nochmal die Playlisten verlinken unten in der Beschreibung, falls jemand das nicht gesehen hat. Ansonsten Borderlands 3 werden wir dann dann sicherlich auch schon gespielt haben. Also ja, es werden schon einige Projekte vorher schon stattgefunden haben. Okay Leute, deswegen, ich bin gleich beim Hauptquartier der Obrigkeit. Los geht's. Diesem brennenden Haufen Scheiße zeige ich's. Ich rate dringend, den Predator zu nehmen. Ohne ihn werden dich die Geschütze der Obrigkeit übers gesamte Ödland verteilen. Das weiß ich doch. Ich wollte nur testen, ob du aufpasst. Okay, dann sind wir wohl anscheinend in der Nähe, ob das ist eine Straßenspur und System voll wiederhergestellt. Okay. So. Also wie gesagt, da werden einige Projekte stattgefunden haben. Was jetzt als nächstes nach Rage kommt, weiß ich noch nicht. Werde ich noch gucken. Ja, wie gesagt, werde ich noch aussuchen, werde ich noch gucken. Ja, mal gucken. Wir werden uns jetzt erstmal wieder dem Spiel widmen, weil so weit haben wir es dann jetzt auch nicht mehr. Okay, und da sind wir auch schon wahrscheinlich. Und... Ui. Ui. Sicherheitsmodus aktiviert. Manuelle Reparatur erforderlich. Wiederhergestellt.
Wir sind da! Nicht gut. Irgendwas schießt auf mich. Voll wiederhergestellt. So, schnell einsteigen. Man kann noch gut verfahren, das ist ganz gut. So.
Vögel hier weg. So, irgendwie können wir das nicht mehr machen. Irgendwie kommen wir da nicht rein. Warum auch immer. Warum auch immer. Das ist erstmal eine Verletzung. Da ist ein Datenpad. Also Projekt Archoten, einsatzbereit. General Kurs, ich präsentiere Ihnen mit Stolz den Eskandarien Titan Version 1. Es ist nicht nur bereit, von Ihnen inspiziert zu werden, sondern meiner Meinung nach auch für den Einsatz im Feld. Es wird Sie freuen, dass wir für den Fall einer Beschädigung gerade zahlreiche Ersatzteile entwickeln. Zudem werden wir Verbesserungen vornehmen, sofern sie erforderlich sind. Es ist soweit, Sir, lassen Sie uns denen Oberfläche entreißen, die uns Unrecht getan haben. Ich will, dass Kars, wie er sieht, was aus seinen engstirnigen, armsinnigen Forschern geworden ist. Vorratskiste. Ist noch ein Datenpad? Projekt Eichhorn, ein glücklicher Unfall. Sir, die Arbeit in Verbindung mit der Gehirnzyklote verlief leider nicht ganz fehlerfrei. Einer meiner Kreationen hat sich dahingehend fehlerhaft entwickelt, als sie in puncto Problemlösung und Urteilsvermögen nicht das Niveau anderer Titanen aufweist. Mein Team hat eine integrierte Steuerungssoftware entwickelt, die wir in den Titan eingespeist haben. Mit dieser Software können Sie die Bewegung des Titans direkt steuern und damit die Gehirnzyklote als Steuerzentrum ersetzen. Stellen Sie sich nur vor, Sir, ein Titan mit unserem größten militärischen Genie am Steuer. Wenn Sie möchten, kann ich die Software mit Ihrem Echoanzug synchronisiert werden. Okay, da haben wir schon mal 2 von 3. Hier ist eine Munitionskiste. Noch was? Was?
haben wir eine Lagerkiste schon. Hier muss bestimmt noch irgendwie Wasser kommen. Genau hier. Projekt Eichhorn, ein würdiges Ross. Okay. Dr. S. Kandarian, ich habe nur zögerlich die direkte Kontrolle über den Titan übernommen, den Sie mir geschickt haben. Nach allem, was ich hörte, hätte das Versagen der Gehirnsekrote der Kreatur zugrunde richten sollen. Es freut mich, dass Sie das Design unseres mächtigen Titans angepasst haben, sodass ich ihn sozusagen als verlängerten Arm meines Körpers gebrauchen kann. Ich war überrascht, wie reaktionsschnell die Kreatur war, als ich die Testsubjekte zerquetscht habe, die sie im Hangar verteilt hatten. Wenn wir endlich die Oberfläche zurückerobern, wird dieser Gigant zum Symbol unserer Macht und Herrschaft über die Menschheit werden. Aha. So, dann haben wir jetzt hier alle Lagerkisten und alle Datenplätze gefunden. Okay. Kein Plan, wie ich jetzt
hier rein soll. Okay. Gut. Dann würde ich einfach sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ich bis dahin weiß, wie ich hier reinkommen soll. Also bis dahin, ja, wir hören und sehen uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal.